Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster Station. It doesn't look like a very good place to rest. Warum? Wieso? Vielleicht gehen ja unsere Meinungen, was einen netten Urlaubsort angeht, ein bisschen auseinander. Ha, Spuren eines schweren Fahrzeuges. Mhm. Und Pferdespuren. Aber wie wir da vorne sehen, das sind, glaube ich, alte Wohnwagen, ne? So sahen früher die Wohnwagen aus. Ich kann mich an alte Fünf-Freunde-Filme erinnern. Oh, ja, genau. Und da sahen die auch so aus. These traces were made by a carriage. Look. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Okay. So, wollen wir die erstmal abmessen? Nothing interesting here. Okay, gehen die vielleicht von hier bis da? Nothing interesting here. Nicht. Moment. Vielleicht die Breite der Spur? Nothing interesting here. Okay. Nothing interesting here. Jetzt kann ich nicht richtig sehen. Okay, ich beende das. Was? Wenn Sie diesen Abschnitt jetzt verlassen, wird Ihr Fortschritt nicht gespeichert. Ja, ich will doch nur nicht mehr weiter die Spuren untersuchen. So, oder? Hä? Spuren eines schweren Fahrzeuges. Moment. Hallo? Wie? Okay, nochmal. These traces. Ja, ja. Ah, okay, okay. Okay. Ich will sie erstmal untersuchen. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Genau. Die Frage ist noch, ja, ich will sie abmessen, aber Moment. Gehen die jetzt von hier bis hier? Ich glaube schon, ne? Ja. Also nochmal abmessen, vielleicht hier so? Nee. Nothing interesting here. Also beim letzten Mal haben wir das dann so gemacht. Nothing interesting here. Wieso denn nicht? Warum ist dir das? Warum ist das nicht interessant? Nothing interesting here. Ha. Huh. Gleich bis hier hinten? The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Das Problem ist, dass man da hinten die Spur nicht gut erkennt, weil die jetzt, ja, das sah so aus, als lag da einfach nur ein Schatten drüber und deswegen, egal, wir haben es ja jetzt hier gekriegt. Okay, diese Spuren haben wir jetzt, denke ich, zu Genüge untersucht, deswegen, ja, was? Dann bleib nochmal hier, dann gucken wir uns das halt nochmal an. Heavy, as these tracks are quite deep. Mhm. Okay, unser besonderes Talent können wir jetzt nicht einsetzen. Spuren eines schweren Fahrzeuges. Warum ist das Ganze jetzt kleiner, weil es weiter weg ist? Ich würde mir ja noch die Pferdespuren ansehen. Ach, schaut mal an! Aha! Das sind Hufeisenabdrücke, die in diese Richtung führen. Und das hier hinten sind Hufeisenabdrücke, die in diese Richtung führen. Ach so. Mhm. Was haben wir da noch? The vehicle would have been ja, muss tief schwer gewesen sein. The vehicle would have been ich weiß schon. The vehicle okay, aber mehr kann ich hier wirklich nicht herausfinden. Wieso? Ah, der Stein. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. These traces are relatively fresh. And were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Okay, gut. Wir können eigentlich wieder was deduzieren. Ich möchte aber gerne erst noch mal ein Stückchen hier runtergehen. Was haben wir denn hier? Soll das ein Campingplatz sein? Nee, das ist erstmal ein Seeausflug-Werbeplakat. Mhm. An advertisement for lake cruises. Okay, das war's schon. Das war's schon. Da geht's wahrscheinlich ein bisschen noch runter zum See, oder? Oder was ist da? Moment. Ich guck mal hier ganz kurz hier runter. Hm, hier scheint eine Sackgasse zu sein. Okay, und was ist das hier? Soll das vielleicht ein Klohäuschen sein? Hallo? Was ist das hier? Spinnenweben hängen hier. Mhm. Okay, näher komme ich da nicht dran. Oh Gott, ich sehe, glaube ich, Blut. Oh je!
an abandoned gypsy caravan. Gypsy Caravan, aha. Also quasi von Zigeunern. Da ist wirklich Blut, aber naja gut, die könnten natürlich, wenn ich mir hier die Feuerstelle angucke, auch ein Schwein geschlachtet haben oder dergleichen. This place was abandoned fairly recently. So, aber die Kohlen, die glühen doch noch. Die können doch nicht so lange weg sein. Okay, den Abfall. Ach, da komme ich auch noch mal dahinter. Den Wohnwagen kann ich mir nicht näher angucken. Oh, was ist das? Nichts Besonderes. Es sind Steine. Und das sieht ja da oben interessant aus. Was soll denn das sein? Ah, wahrscheinlich kommt man von da oben aus auch auf diesen Steg. Deswegen ist da die kleine Treppe. So, ich glaube, ich habe mir das nicht angeguckt, oder? Sah gerade ein bisschen aus wie ein Holzbein. Klamotten. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Was haben wir da oben noch? Greetings from the lake, was? Beak irgendwas. Interessant. Gut, das ist also eigentlich ein See, an dem man baden konnte. Und der hatte eine bestimmte Höhe und aus diesem Grund hat man das Boot natürlich auf eine bestimmte Länge angebunden. Und weil der Damm gebrochen ist und in den Steinbruch geflossen ist, wobei er hatte sich im Englischen eigentlich mehr so ausgedrückt, als wäre er gebrochen worden. Fand ich jedenfalls. Klang schon ein bisschen in diese Richtung. Deswegen hängt das Boot jetzt da so seltsam. Sehr viel Müll hier, Na, dann gucken wir doch mal. Das Boot. Küstenlinie. Abfälle am Strand. Abfälle am Strand. Oh, hier muss doch noch mehr sein. Metallplakette, aha. Was ist denn das? Las Zarpas. A label with the name Las Zarpas. Blöd ist das, der das manchmal dann einfach direkt in die Tasche steckt. Denn ich habe immer das Gefühl, ich habe vielleicht etwas nicht gemacht, weil ich es mir nicht erst angeguckt habe komplett, sondern erstmal die Schrift untersucht habe. Aber okay. Okay, vielleicht sollten wir auch nochmal nach oben gehen, wenn uns das möglich ist. Hoppala, aber jetzt gerade leckt es ein bisschen, weiß nicht warum. Wo ist mein Watson? Watson, du kannst doch nicht einfach verschwinden. Dann ist mir das zu gruselig hier. Es muss aber auch frisch geregnet haben, denn wir haben überall Pfützen. Oh, okay. Mist, wir kommen da nicht hin. Ach Mann, das ist aber blöd. Ich hätte gehofft, dass wir da vorne hinkommen. Ja, oben auf den Steg nochmal. Aber okay. Gut, wir öffnen nochmal mit Tab unser Inventar und dann gucken wir uns erstmal ein paar Sachen an. Und zwar, wer ist das hier? Nicht gefunden, aber kommt in diesem Fall vor, okay. So. Den hier, Doncaster Vorsteher. Der Bahnhofvorsteher von Doncaster ist in keiner guten Stimmung. Die leere Stelle an seinem Ringfinger und seine unsauberen Kleider legen die Vermutung nahe, dass er vor kurzem geschieden wurde. Offensichtlich fällt ihm das Leben als Single nicht leicht. Seine Amtsuhr fehlt. Vielleicht hat er sie verloren oder sie wurde gestohlen. Oder er hat sie verpfändet, wenn er das Geld benötigt haben sollte. Ja, letzteres ist wohl das Wahrscheinlichste. Las Zarpas. Eine Plakette mit der Aufschrift Las Zarpas, die am Strand des Sees gefunden wurde.
Gut, dann sollen wir mal im Archiv nachgucken. Wie gut, dass wir unser rollendes Archiv dabei haben. Dann gucken wir da mal rein. Und dann würde ich gerne am Ende noch mal ein bisschen deduzieren. Nach Las Zarpas suchen. So, was haben wir denn hier? Wir haben Chantes, die es gefunden wurde. Wir haben einmal Dawson und Nelligan pleite. Finian wegen Mordes verurteilt, das Konkursgesetz 1883 und Startschuss für erste elektrische Eisenbahn. Ob das eine Plakette sein könnte, die vorne an einer Lok dran war? My search should be focused upon the name Las Zarpas. Ach so, ach, wir können auch noch blättern. Ja, wir können ja noch blättern. Einwanderung steigt, der Emma-Kiesmord, Erdbeben in... Ach so, wir gucken vielleicht erstmal hier nicht nach Kunst und Architektur... Nicht nach Ökonomie, nicht nach... Da, Las Zarpas. Was? Barge-Transporte? Was sind denn... Was soll das denn sein? Barge-Transport? Nee, das ist ja Quatsch. Hier steht es in Deutsch, da kann es nicht hier vorne in Englisch stehen. Las Zarpas. Die Bargen. Ach, tatsächlich, eine Barge. Ah, alles klar. Sowas wie eine... Ja, klar. Die Bargen von Las Zarpas sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zarpas gehört dem mexikanischen Konsortium Caracal, das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistungen und Bergbau aktiv ist. Aha. Here it is. Okay, gut. Ja, wunderbar, wunderbar. Nicht komplett raus. Watson, ich glaube, wir können wieder einiges deduzieren. Dann machen wir das mal. So, was haben wir hier? Caracal aus Mexiko hat Bargen. Moment, Moment. Schwere Transportfahrzeuge. Wir nehmen mal die und die Bargen. Bargen. Die Mexikaner haben kürzlich Bargen auf dem See eingesetzt, vermutlich um etwas sehr Schweres zu transportieren. So, was war da noch? Gestohlene Schienenstücke, überfluteter Steinbruch, altes Nebengleis zum Steinbruch, Telegramm aus Doncaster und der Doncaster-Vorsteher erhielt Geld. Erhielt Geld? Ich versuch's mal mit den Schienenstücken und dem alten Nebengleis. Gleis zum Steinbruch. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Ja? Was? Diese beiden Sachen kollidieren gerade miteinander. Moment. Passierte Chesterfield... So funktioniert es noch. In Ordnung. Gut, wir haben aber noch mehr. Telegramm aus Doncaster, altes Nebengleis zum Steinbruch und der überflutete Steinbruch. Könnte gesunken sein. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Oder kann nicht gesunken sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis, das dorthin führte, ein Stück fehlt. Nee, nee, doch, natürlich. Könnte durchaus gesunken sein. Oh, und da hätten wir eine erste Schlussfolgerung, und zwar, er wurde versenkt. Der Zug wurde im überfluteten Steinbruch versenkt. Ja, das hatte ich ja auch schon vermutet. Okay. Haben wir noch mehr? Telegramm aus Doncaster und Vorsteher erhielt Geld? Gestohlene Schienenstücke? Vielleicht das? Nee? Oh, okay. Passierte Doncaster. Der Zug hat den Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhofvorsteher hat darüber berichtet. Oder er kam nie in Doncaster an. Der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofvorsteher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet. Möglicherweise wurde er mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Oh, okay. Ja, er hat darüber geredet. Kann er denn nicht vielleicht trotzdem
die Wahrheit gesagt haben, obwohl er vielleicht bestochen wurde? Also er kam ja an, wurde aber von dort aus... Ist schon naheliegend, ne? Kriegen wir denn hier was Neues? Nee. Oder so? Oh, okay. Das würde kollidieren. Und zwar Gleis zum Steinbruch mit könnte gesunken sein. Okay. Dann kam er eben nie in Doncaster an. Sehr schön. Okay. Dieses eine Stückchen können wir jetzt mit nichts anderem mehr verbinden. Gut. So, was haben wir denn noch hier? Las Zappas Bargetransporte. Oh. Moment. Eine Plakette mit der Aufschrift Las Zappas, die am Strand des Seges gefunden wurde, ja. So, Brief an Anwalt, Brief an Frau. Ich glaube, ich werde nochmal zurückgehen nach Doncaster und gucken, ob der Mexikaner nochmal aufgetaucht ist. Ich würde ganz gerne mit ihm sprechen. Ja, herleiten können wir jetzt nichts mehr. Das ist natürlich jetzt nicht so clever gewesen. Wir hätten durchaus die Herleitung auf der Fahrt machen können. Dann hätten wir keine Zeit verloren. Ja. Schön. Schön, schön. Ach, guck mal. Er guckt sich genau das Buch an, was wir immer wieder benutzen. Ich sehe es hier. Wie schön. Wie schön. Crimes and Punishments steht auch, glaube ich, vorne drauf. In Ordnung. So, also, Train Station, Waiting Hall. Na, ist er jetzt wieder da? Bist du da? Mist, er ist nicht mehr da. Okay. Dann, ach so, andere Seite. Dann andere Seite, wir müssen doch nochmal mit... Wie hieß er, Edward, ne? Mit Edward sprechen. Vielleicht kriegen wir doch nochmal irgendetwas aus ihm rausgekitzelt. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Mist. 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 Okay, gut. Dann, ach so, das ist hier gar nicht richtig. Ich muss nochmal hier in die Beweise. Chilin an Bord gelassen. Was konnten wir nochmal? Blieben rein zufällig an Bord? Unfall. Nö. Blieben an Bord. Ich glaube, dafür spricht auch, dass der Mexikaner doch in seinem Zettel irgendetwas von man kann ihn nicht trauen oder so erwähnte. Robinson ist ein Opfer. Was ist denn, wenn er ein Betrüger ist? Das führt zu nichts. Momentan kriegen wir hier nur wurde versenkt. Kam nie in Doncaster an. Ich könnte es noch ein bisschen hin und her schieben, aber okay. So, verschwand früher. Der Zug kam nie in Evesham an. Er verschwand bereits vorher. In Evesham selbst hat jemand eine Zugattrappe eingesetzt, die aus einer Draisine und Zugersatzteilen vom Bahnhof in Chesterfield bestand. Mhm. So, was haben wir denn jetzt noch für Möglichkeiten? Mhm. Wir können... Ups. Wir sind in Doncaster. Das heißt, sehr wahrscheinlich ist der Zug tatsächlich... durch Chesterfield durchgefahren, kam nie in Doncaster an, weil er vor Doncaster, also wirklich ganz knapp vor Doncaster dann hier, von den Schienen aus in den Steinbruch geleitet wurde. Dann hat man hier den Staudamm ja gebrochen, geöffnet, was auch immer. Das Ganze wurde überflutet. Die Frage ist, würde sich der Robinson sowas ausdenken? Also der könnte doch den Prototypen auch auf wahrscheinlich 100 verschiedene andere Arten und Weisen ja verschwinden lassen, kaputt gehen lassen, was auch immer. Ja, also ich denke mal, insbesondere da in den Exklusivverträgen ja jedes Mal drin stand, sobald unterzeichnet, ist der Erbauer, also der Robinson, für nichts mehr ja, zur Rechenschaft zu ziehen. Das hier ist doch garantiert der Mexikaner, oder nicht? Ob der jetzt vielleicht woanders hin ist? Ich glaube, wir gehen nochmal
nach Evesham zurück, oder? Wartet mal. Ich glaube, das ist unsinnig. Beginnen wir nochmal unsere Nachforschungen aus von Bridlington entlang dieser Bahnstrecke. Und ich glaube, die Eisenbahnweiche hier, die können wir völlig außer Acht lassen. Also nochmal zurück.